Damit einen guten Morgen von Berlin nach Moskau zu Christoph Wanner. Christoph, es gibt Berichte von Drohnenangriffen der Ukraine auf die Krim. Was hat es damit auf sich? Ja, wahrscheinlich ist es eine Vergeltungsaktion oder der Versuch, Rache zu nehmen der Ukrainer für die massiven Angriffe der Russen auf die kritische Infrastruktur der Ukraine. So haben jetzt also die ukrainischen Militärs versucht, die Krim anzugreifen mit Drohnen, und zwar ein Wärmekraftwerk in der Stadt Sewastopol. Und die dortigen Behörden melden, dass also über Sewastopol zwei ukrainische Drohnen abgeschossen worden seien und über dem Schwarzen Meer drei weitere. Also man habe hier das Ganze unterbinden können, verhindern können, ohne großartig Schaden zu nehmen. Sewastopol hat für die Russen extrem wichtige Bedeutung, weil dort die russische Schwarzmeerflotte stationiert ist, und auch die wird immer wieder attackiert von den Ukrainern, auch in Sewastopol, und deswegen hat man jetzt eine Großzahl der Schiffe, vor allem auch die U-Boote, nach Novorossiysk gebracht. Das ist eine Stadt im russischen Kernland, circa 350 Kilometer Luftlinie von Sewastopol entfernt im Osten. Und auch Novorossiysk soll aber jetzt, wie der britische Geheimdienst meldet, immer wieder von Ukrainern angegriffen werden, und zwar durch Schiffsdrohnen. Das sind also unbemannte Schiffe, voll mit Sprengstoff ferngesteuert, und da vermuten russische Kriegsblogger, dass da die Amerikaner die Finger mit dem Spiel haben könnten, über ihre Drohnen Global Hawk das Ganze beobachten und koordinieren und die Daten für die Ukrainer weitergeben, wo die russischen Schiffe sind. Und da wird dann heiß diskutiert, können das die amerikanischen Überwachungsdrohnen überhaupt, und da gibt es die unterschiedlichsten Meinungen. Und durchzusetzen scheint sich die Meinung, dass man eben sagt, dass die Amerikaner dauernd modifizieren und sich anpassen können. Und das würde auch zeigen, dass es den USA gelungen ist, zum Beispiel die HARM-Raketen unter russische MiG-29 zu hängen, die auch im Besitz der Ukrainer sind. Und genauso auch die Shadow-Raketen unter die Sukhoi 25. Also die Amerikaner seien einfallsreich genug, um alles zu modifizieren. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.